Fünf starke Recruiting-Hacks vom Experten. Herzlich willkommen zum Vertriebsfunk, dem Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Heute haben wir eine spezielle Folge, es ist nämlich eine Art Doppelfolge. Ich stelle dir heute fünf sehr coole Recruiting-Hacks von Michael Assauer vor. Und parallel dazu gibt es in seinem Podcast, dem Talente-Podcast, fünf Hacks von mir für die Jobsuche. Also wenn du Hacks für die Jobsuche haben möchtest, schau doch unbedingt mal rein im Podcast von Michael Assauer im Talente-Podcast. Verlinke ich dir auch unten in den Shownotes. Wir sprechen hier über Recruiting-Hacks und Recruiting entwickelt sich mega schnell weiter. Und ich finde, es gibt auch hier, das zeigt natürlich auch die Erfahrung, es gibt auch hier Amateure, Profis und echte Experten. Und wie in jedem Beruf, in jeder Profession finden die Experten durch Erfahrung und durch Lernen die besten Wege und Ideen, um sicher und effizient zum Ziel zu kommen. Erfahrung und Lernen. Ne? Also manche Leute sagen ja immer, sie wüssten schon alles, aber ich glaube, dazu lernen ist auch nicht schlecht. Und eine meiner Intentionen für den Vertriebsfunk ist schon immer gewesen, für dich die besten Experten hier vors Mikro zu holen, zum Reden zu bringen und so, dass die dir quasi die besten Tipps, Methoden und Texte ans Licht bringen. Und in einer der ersten Podcast-Folgen habe ich davon gesprochen, dass Recruiting eine Killerkompetenz ist für Unternehmer und Führungskräfte. Denn nur wenn du es schaffst, die richtigen, richtig guten Spieler in dein Team zu bekommen, dort zu halten und richtig gut zu machen, wirst du auch deine Matches und vielleicht auch die Meisterschaft gewinnen. Ne? Und um diese Killer-Kompetenz wieder mal zu schärfen, habe ich jetzt hier den Michael Assauer vors Mikrofon bekommen. Er ist Unternehmer, hat also mehrere Unternehmen gegründet und erfolgreich verkauft. Er hat große Teams aufgebaut und er ist Mentor für Startups in einem der größten Accelerator in Palo Alto. Wie gesagt, er hat einen eigenen Podcast, berät Unternehmen auch zum Thema Recruiting. Unbedingt mal rübergucken zum Talente-Podcast. Und in dieser Folge hörst du jetzt fünf ziemlich coole Hacks, wie du dein Recruiting noch besser machen kannst. Heute kriegst du fünf Hacks für deine Jobsuche und die bekommst du nicht nur von mir alleine, doch irgendwie kriegst du es von mir alleine, aber ich habe das nochmal aufgepimpt, denn ich habe auch einen Karriereexperten bei mir. Seine Seite heißt Talente, das ist ja schon mal sehr interessant. Er ist Multiunternehmer, hat mehrere Unternehmen gegründet, erfolgreich verkauft. Er war Gastdozent in Stanford, in Hamburg, an der Fresenius Hochschule, Startup-Mentor und berät auch Unternehmen zum Thema Mitarbeiter finden und binden. Und wir haben uns, glaube ich, über LinkedIn irgendwie kennengelernt und haben gesagt, wir müssen unbedingt noch was zu machen, weil sein Podcast ist auch mega, mega cool. Also der Talente-Podcast, unbedingt mal reingucken. Aber erstmal herzlich willkommen beim 5 Hacks für deine Jobsuche-Podcast, Michael Assauer. Hallo, lieber Chris. Freut mich sehr, dass ich hier bei dir sein darf. Ja, du bist ja schon mal kurz bei mir als Cameo aufgetaucht. Da gab es einen Podcast, die wichtigsten Learnings aus dem Vertrieb. Das ist die Episode 421. Ich packe das nochmal unten in die Shownotes rein. Da hat er schon mal ein bisschen was über seine Learnings aus dem Vertrieb erzählt. Das ist, ich sage ja immer, die besten Recruiter sind gute Verkäufer. Oder du musst auf jeden Fall ein guter Verkäufer sein, wenn du ein guter Recruiter sein willst. Das hat der Michael auch bestätigt. Und ich habe auch vor kurzem einen Podcast gemacht zum Thema Vertrieb für Startups. Das ist ja auch so ein Thema, wo du gesagt hast, das ist ganz wichtig, dass man halt im Funnel denkt und so weiter, dass man sich das richtig macht. Aber wir kommen mal zum Thema. Also wir haben das jetzt so gemacht, dieser Podcast ist zweiteilig. Wir machen jetzt fünf Hacks für die Jobsuche. Ich hau immer so ein Hack raus und kann der Michael das noch ein bisschen kommentieren und erweitern. Das hat sich als Format sehr, sehr gut rausgestellt. Und da gibt es eine zweite Folge, die machen wir dann beim Podcast von Michael. Da gibt es dann fünf Hacks fürs Recruiting, was man da heute so alles Cleveres anstellen kann. Mhm. Okay, ich hau mal den ersten Hack raus. Ist für mich im Moment so das Wichtigste überhaupt. Das ist das Thema LinkedIn. Also viele in Deutschland kennen ja noch Xing und LinkedIn sagen sie, das ist eher so für international und so weiter. Das verändert sich im Moment rasant. Ich glaube, Xing hat im Moment 14 Millionen Nutzer in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. LinkedIn hat 12, das waren so die letzten Zahlen, die ich habe, also ist nicht mehr weit weg.
Und LinkedIn ist halt auch eine Maschine, wo es sehr viel um Inhalte geht, wo Inhalte geteilt werden und so weiter, was im Moment sehr, sehr dynamisch ist, wo auch die Nutzerinteraktion im Moment mega krass ist. Also im Vergleich zu Xing ist das, glaube ich, gut, bei den Xing-Gruppen ist es vielleicht nochmal was anderes, aber was da abgeht, ist wirklich enorm. Ich komme dann nachher nochmal drauf, warum das noch interessant sein kann. Also jetzt, es macht sicherlich Sinn, wenn du es noch nicht bist, auf LinkedIn dein Profil einzustellen und sich dann natürlich auch immer überlegen, wenn du Karriere interessiert bist, wie müssten das Profil aussehen, damit mich jemand, der mich einstellen könnte für den Job, den ich gerne hätte, finden kann. Das vergessen nämlich ganz viele Leute, dass die ja oft auch so ganz kryptische interne Bewertungen da reinschreiben, irgendwie Channel Business Development, Engineer oder sowas. Danach sucht dann aber keiner, weil die Leute suchen vielleicht nach einem Handelsmanager oder sonst irgendwas. Also, dass man wirklich guckt, dass da auch die Worte benutzt werden, nach denen jemand die Headhunter, aber auch andere Leute suchen würden, um dich zu finden. Und wenn du diese Keywords mal gefunden hast, wenn du sagst, okay, nach was würde denn jemand suchen, wenn er jemanden wie mich finden sollte, dann ist auch immer ein guter Tipp, dann mal einfach danach zu suchen und zu sehen, was für Profile da auftauchen. Und dann kannst du dir im Prinzip das Wording dort ein bisschen abschauen, vielleicht jetzt nicht kopieren, aber zumindest abschauen und dein Profil ergänzen. Und dann vielleicht nochmal so als zweiter und dritter Tipp dazu, ein einstelliges Foto. Da gibt es übrigens einen sehr, sehr coolen Hack. Das ist eine Website, die heißt Fotofiler. Foto mit PH, mache ich mal unten rein. Das habe ich für mich selber ausprobiert, das ist echt krass. Da kannst du dein Foto hochladen. Ich hatte das, glaube ich, schon in einer anderen Folge mal erwähnt. Und du kannst dann andere Leute dazu bringen, dass sie abstimmen, dass sie sagen, ja, das ist seriös, das wirkt kompetent, das ist jemand, der irgendwie als jemand wirkt, der Einfluss hat. Und das ist sehr, sehr interessant, was da so an Feedback kommt. Oder auch, es ist sympathisch, du kannst halt unterschiedliche Kategorien einstellen, es ist eher Social Media oder es ist eher Business. Und du kannst auch deinen Beruf eingeben. Also ich habe dann halt Headhunter geschrieben und dann kannst du für andere Leute das auch machen und je mehr du machst, umso mehr kriegst du dann bei dir, also das ist 10 Minuten Arbeit und du kriegst halt ein sehr, sehr unabhängiges Feedback, weil das ist immer das Problem, die Leute zeigen immer das Foto dann ihrer Frau oder ihrer Freundin oder sonst irgendjemanden, die sind natürlich schon, sag mal, da kennt man sich ja schon, aber das sind halt Leute, die ich noch nie gesehen habe, die einfach innerhalb von einer Viertelsekunde sagen, sympathisch, unsympathisch, professionell, unprofessionell und das ist richtig cool. Fotofehler packe So ich eine mal mit Funktion rein. gab es damals auch mal bei Tinder, das hat dann der Algorithmus automatisch gemacht, und hat halt gemessen, wie die einzelnen Leute, die dein Foto sehen, oder auf deine ganzen Fotos halt reagieren. Und dann haben sie eben die Fotos automatisch so sortiert, dass dein bestes Schokoladenseitenfoto das allererste ist. Ja, ich habe da mal von Tim Ferriss mal irgendwie eine Folge gesehen, wo der auch Fotos getestet hat und das Foto, das abgegangen ist ohne Ende, war er mit einem kleinen Hundewelpen auf dem Arm. Der Klassiker, das funktioniert immer gut, ja. Ja, was meinst du zu LinkedIn, Michael? LinkedIn, also ich bin ja, also ich bin erstens großer Fan wirklich hier von deinem Podcast. Das ist wirklich so, ich höre fast jede Folge von dir. Und mein zweitliebster Podcast ist der LinkedIn-Form-Podcast von Mark Williams. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Wenn nicht, auf jeden Fall mal reinhören. Super guter Podcast, Wie wo heißt es der? rund um das Thema LinkedIn geht. Und der Podcast heißt LinkedIn-Formed. Ach, Also in einem Wort LinkedIn LinkedIn. Formed. Ah, Genau, okay. LinkedIn-Formed. Cool. Und Mark Williams, super cooler Brite, der einfach ein super, wirklich ein tolles Podcast-Format, was er macht. Unbedingt mal reinhören. Und was so sein Credo ist, ist immer, auf einen Post, den man macht, sollte man 5 Engagements mit Posts von anderen Menschen machen, um seine eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Und was er da vor allen Dingen empfiehlt, ist unter Posts von anderen zu kommentieren, also nicht nur liken, sondern kommentieren. Und dann vor allen Dingen auch so kommentieren, dass du eine Diskussion anstößt. Also nicht unbedingt einfach nur sagen, jo, finde ich super, sehe ich genauso, sondern eben ja, eine kleine Debatte lostreten. Natürlich auf eine vernünftige Art und Weise und dann eben so. Zum Beispiel auch mit Fragen dann antworten, die vielleicht ja, etwas, das auch kritisch hinterfragen, was derjenige da gerade gepostet hat oder so, oder auch mal nach der Meinung der anderen fragen und einfach zur Debatte einladen. So, das kann der Brite ja eh ganz gut und dementsprechend empfiehlt das Mark Williams da auch. Und das finde ich sehr, sehr cool.
Ich bin auch noch nicht so gut drin, aber ich habe mir das jetzt auch vorgenommen, in Zukunft einfach mal öfters auszuprobieren, mal gucken, was da so passiert. Ja, also es macht natürlich immer Sinn, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, das ist eigentlich ein Unternehmen, wo ich gerne arbeite. Nehmen wir mal an, du bist im Vertrieb und der Vertriebsleiter da macht einen Post, dass du da halt nicht nur drunter schreibst, ah, cool, toll, toller Post oder sonst irgendwas, sondern dass du sagst, ja, da gibt es auch noch eine andere Quelle dazu, da wird das ein bisschen anders dargestellt oder so, oder hier gibt es noch eine zusätzliche Information oder da habe ich andere Infos und so weiter, dass du halt da auch noch einen Mehrwert bietest und so weiter. Also ich kann mich jetzt an einen Post von mir erinnern, da ging es um das Thema Vertriebstraining. Der wurde mega viel kommentiert und einer war da auch mega aktiv und dann kam dann raus, das ist auch ein Geschäftsführer. Und zum Schluss wurde der auch so ein bisschen fies, hat er dann gesagt, dass ich keine Ahnung von Vertrieb hätte. Da habe ich dann zurückgeschrieben, oh, die Diskussion wäre so schön gewesen, jetzt geht es auf Facebook-Niveau runter. Und der hat sich dann nachher bei mir gemeldet und hat gefragt, ob wir nicht mal ein Assessment von seinem Vertrieb machen könnten. Ja, Ja? perfekt, da haben wir Also es da doch. merkst du halt, dass diese Interaktion natürlich die Menschen miteinander bringt und so weiter, obwohl das jetzt nicht nur nett war. Das war auch schon sehr kontrovers, aber ne, also das und wenn man das einsetzt, kann natürlich jetzt fürs Personal Branding für dich im Beruf natürlich mega interessant sein, ja, für die Firma natürlich auch, aber natürlich auch karrieremäßig. Gerade wenn man sagt, ich suche jetzt nicht aktiven, also direkten Job, ich will jetzt sofort wechseln, sondern na, ich will so ein bisschen mein Netzwerk aufbauen und so weiter. Ja. Das ist, glaube ich, ganz cool. Gibt noch einen kleinen LinkedIn-Hack hinterher, und zwar ist das die unbekannte LinkedIn-Funktion, die viele Leute gar nicht kennen, und zwar ist das die Sprachnachricht auf LinkedIn. Das ist natürlich was, klar, Sprachnachrichten muss man ein bisschen vorsichtig sein, so zu lange Sprachnachrichten sind auch ätzend für den Empfänger. Aber gerade wenn es darum geht, Leute mal anzusprechen, vielleicht kurz, knackig, auf eine etwas persönlichere Art und Weise und auch auf eine auffällige Art und Weise, kann man auch auf LinkedIn zur kurzen, knackigen Sprachnachricht greifen, weil man dann ja doch auch nochmal Emotionen und so ein bisschen das zwischen den Zeilen noch deutlich besser übertragen kann und es auch einfach auffällt, dass dir mal jemand eine Sprachnachricht auf LinkedIn schickt, was ja echt nicht häufig passiert, häufig bis nie, dass dann auch deine Nachricht wirklich beim Empfänger gut ankommt. Ich glaube, das geht aber nur vom Handy aus, ne? Genau, das geht nur vom Handy, ja. Ja, also da kann ich gleich noch ein Beispiel aus der Praxis dazu machen. Das ist jetzt nicht zum Thema Karriere, sondern mich hat jetzt jemand angeschrieben. Also LinkedIn wird auch zunehmend zur Akquise benutzt, also auch B2B-Akquise. Man muss es halt clever machen, ne? Also nicht einfach Kontaktanfragen und dann hier 100 Stück zum Sonderpreis von XY. Das funktioniert nicht. Aber zum Beispiel, mich hat jetzt jemand angeschrieben, der macht sowieso Website-Optimierung und so weiter und hat dann gesagt, ja, hat mir eine Sprachnachricht geschickt und hat gesagt, ich habe mir deine Seite angeguckt, dabei sind mir folgende Punkte aufgefallen. Schau mal da, der eine Link funktioniert nicht und da unten das Logo, das ist von der Auflösung, das könnte eigentlich auch besser sein. Und dann, ja, da hast du irgendwie so eine Funktion eingebaut, die verstehe ich nicht ganz. Gib mir nochmal ein Feedback. Das ist super, ne? Und hat Ja, auch alles gestimmt, ne? Also das war hat doch kein alles Standard, gestimmt. Ja, genau. Und du so denkst ne? immer so, ah, oh, scheiße. Ja, aber Das ne, also das und auf ist der. halt dieses Prinzip, erstmal Content for free rausgeben, ne? Verdienen kommt von dienen. Und das ist eigentlich genau das Prinzip, ne? Die Leute in den Funnel reinholen, in deinen eigenen kleinen Funnel reinholen, dadurch, dass du ihnen erstmal wertvolle Informationen, Genau. Wert einfach for free gibst. Ja, und auch Kompetenz, ne? Also Ja, damit gleichzeitig so zeigt direkt Kompetenz. hier, ich hab's drauf. Auf der Karriereebene wäre ich da, glaube ich, noch einen Schritt zurückhaltender. Also da würde ich wahrscheinlich erstmal, wenn es zu einem Kontakt kommt, eine schriftliche Kommunikation machen. Also nehmen wir nochmal an, du hast diesen Vertriebsleiter von dem Unternehmen, wo du gerne arbeiten würdest. Du hast jetzt so ein paar Sachen von dem Unternehmen oder von ihm kommentiert. Und auch geliked und irgendwann, da kannst du halt irgendwann sagen, ja, okay, jetzt schicke ich dir eine Kontaktanfrage, der wird das dann wahrscheinlich bestätigen, weil du den ja schon irgendwie kennst. Ne? Da würde ich ihm jetzt wahrscheinlich nicht als nächstes eine Sprachnachricht schicken und sagen, hallo, ich bin der tollste Hecht im Karpenteich und wir sollten uns mal über eine Position bei dir unterhalten. Da würde ich wahrscheinlich eher ne, das Stück für Stück aufbauen. Also auch da vielleicht nochmal, wenn es irgendwie eine interessante Information gibt, die natürlich auch neutral ist, also keine Insider-Informationen oder sowas, das ist ja logisch, ne, dass man das Stück für Stück anbahnt. Und oft ist es ja dann so, dass dann die Leute auch sagen, ah, super nett, was kann ich denn für Sie tun? Zum Beispiel. Ne? Ja, stimmt.
Ne? Und dann ist man vielleicht eher da drin. Aber wie gesagt, da muss man halt ein bisschen Fingerspitzen für den Vertrieb. Ne? Nicht immer direkt mit der Tür ins Haus fallen, sondern ne, Stück für Stück anbahnen. Dann funktioniert das schon ganz gut. So, also das war der erste Tipp. Der zweite Tipp, und der hängt auch mit dem ersten natürlich zusammen, das ist das Thema CV optimieren. Also die meisten Lebensläufe. Also CV optimieren.